So, hallo und wir machen weiter bei Battlekeed Part 8 sind wir mittlerweile, nachdem wir das letzte Mal den zweiten Boss erledigt haben und den ersten Schlüssel bekommen haben, was im Prinzip direkt aufeinander folgend war. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da ganz viel erreicht haben, sondern es ist im Prinzip, wenn man den ersten Boss erledigt, den zweiten Boss erledigt, dann kriegt man halt den ersten Schlüssel. So, sind wir hier schon gelandet, haben uns die Räume hier ein bisschen angeguckt, die Räumlichkeiten, und okay, den muss ich echt viermal treffen am Anfang. Ja. Und dann nur noch zweimal. Sehr interessant. Oh, wieso laufe ich denn da rein? Dumm. Genau, haben wir uns die Räumlichkeiten hier unten schon mal angeguckt, haben uns ein bisschen vertraut gemacht mit ihnen und jetzt wollen wir sie schaffen. Da wäre ich ganz stark dafür. Bis auf ein, zwei Räume haben wir eigentlich die Taktik für die Räume raus. Okay. Okay. So, du kannst mich... Hier mussten wir uns einfach ein bisschen beeilen. Genau, das ging. Und hier, das ist jetzt der Raum, wo wir gestorben sind. Wie time ich die denn? So ist blöd. Die müssen ziemlich gleichzeitig kommen. Und dann ganz schnell. Ach, Mann. Nicht schnell genug gewesen. Beziehungsweise könnte der hintere auch ein bisschen später kommen. Wäre auch in Ordnung. Jo, das war knapp. So, stirb. Ach, Mist. Ach, Mist. Okay. Uah! Was war das denn? So, 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 so. Und durch. Und du stirbst. Und du, und du. Und du gehst erst ein bisschen hoch und dann gehen wir alle runter. Jawohl. Ach super, das läuft. Und der Raum da hinten, der sollte eigentlich ja auch laufen. Also so das große Problem sollte er jetzt auch nicht sein. So. Er hier wieder. Aber das geht auch. Das ist auch echt kein Thema. Und das hier war jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, und hier sind wir schon. Okay, genau. Ich lasse den vorderen als erstes und dann den hinteren. Dann habe ich nämlich hier mehr Zeit. Ach, Mann. Fast. Und dann sollte das wirklich klappen. Ich darf mich halt nur nicht zu schnell bewegen, sonst renne ich in die Stachel rein. So. Aber das hier funktioniert alles einwandfrei. Ja, das, da war ich von dem oberen her sehr schlecht getimed. Sehr, sehr schlecht war ich da getimed. So. Huch, das war knapp. Huch, das war dumm. Darüber. So, so langsam wird es aber dann Zeit, mal wieder weiterzukommen. Wir wollen hier nicht zu lange rumhängen. Ne? Wollen wir nicht. Nein, ganz ehrlich nicht. So. Denn es nützt mir nichts, wenn ich hier die ersten Räume gut hinkriege. Aber trotzdem mit dem hinteren immer wieder drauf gehe. Oh, das war knapp. Ich wäre fast wieder reingerannt. So, ihr wieder. Aber ihr seid kein Thema. So, ihr wieder. Ihr seid aber auch kein Thema. Und ihr wieder. Haut nicht hin.
Ich muss es anders machen. Ich muss sie, glaube ich, erst locken. Erst rüberlocken ein Stück und dann ganz schnell durchrennen. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher. Das fällt mir gerade so ein. Das wäre echt... Wäre echt einfacher. Das muss ich mal ausprobieren. Ach, doof, dass ich da nicht eher dran gedacht habe an sowas. Ja, das muss... Das sollte... Also jetzt von dem, was ich mir gerade denke, sollte das wesentlich einfacher funktionieren. Naja, schade. Hätte ich mal eher... Oh, jetzt muss ich warten. Der da oben ist gerade ungünstig. Sonst haben wir wieder so eine Situation wie vorhin. Ja, hätten wir jetzt nämlich gehabt. Okay. Ihr hier wieder. Ihr saht erst böse aus, aber das ist ein total einfacher Raum. Und das hier ebenso. Fuck. Sagte er und starb. Mal wieder. So. Stirbe bitte. Bitte, bitte, stirbe. Beziehungsweise, du kannst ja gar nicht sterben. Du bist voll unsterblich, du doofes Vieh. Was auch, glaube ich, nicht... Ach, jetzt ist er da oben wieder. Entschuldigung. Ist aber auch, glaube ich, nicht so geil, wenn man immer wieder zwar ewig viele Schmerzen bekommt, aber einfach nicht stirbt. Ja, ich kann ihn immer wieder beschießen und ich verliere gerade Zeit. Sollte ich nicht tun. Wir haben immer noch ein Race zu gewinnen, was wir so übrigens nicht gewinnen werden. So. Jetzt habe ich schon eine Taktik mir überlegt und jetzt komme ich nicht dazu, sie einzusetzen, weil ich einfach nicht mehr nach hinten komme. Was soll denn der Käse? So. So, den Raum haben wir noch nie gesehen und der dauert auch zum Glück überhaupt nicht lang. Das ist auch immer nervig, wenn du so einen Raum hast, der total easy ist, aber einfach nur lange dauert. Stirb. Einfach durch. Danke. So, hier jetzt wieder ein bisschen warten, dass ich die diesmal erwische auch. Danke. So, und jetzt hier. Ja, natürlich, ich warte hier. Dann kommen die hier rüber. Ach, Mensch, ich bin aber auch blöd. Also, wisst ihr? Oh Gott. Die Kugel kann ich nicht abschießen, ne? Nein. Na gut, wir probieren es aus. Ja, so nicht. So natürlich nicht. Okay, aber wir haben jetzt den hinteren Raum auch problemlos gemeistert. Wir haben jetzt alle Räume hier am Anfang problemlos gemeistert. Das geht eigentlich noch. Es dauert halt nur ewig, bis ich wieder hinten bin. Und der mit den Sägen, da muss ich mir halt wieder was einfallen lassen. Wie immer. Wie immer. Ist ja nichts Neues. Und da oben das Viech kommt gerade wieder zurück. Und es war jetzt klar, dass ich das wieder schlecht timen werde. Ich bin hier zu schnell, kann das sein? Wow. So, jetzt könnte ich aber langsam hoch. Jetzt hoch, jawohl, danke. So, hier der Raum wieder. Könnte ich bei jedem Raum übrigens sagen, der Raum wieder. Passt auch einfach bei jedem Raum. Uah. So. Der ist auch kein Thema mehr. Kommt her, danke, rüber, tschüss. So. Am schönsten wäre es, wenn ich einfach durchspringen könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Doch! Ha! Super! Super! Haben wir ja wieder was erreicht. Mensch. Okay, hier komme ich wahrscheinlich irgendwann wieder runter oder so. Keine Ahnung. Was macht ihr denn außer laufen? Boah, und unglaublich viel aushalten. Scheiße. Och, das sind... Das ist, oh, da kommen jetzt Räume, die lange dauern werden, aber sehr einfach sind. Weil der ja ewig dauert, die abzuschießen. Dann schießt man jetzt erst ewig dieses doofe Viech hier ab und stirbt man am Feuer, weißt du? Genauso wird das jetzt laufen. Irgend so ein Raum kommt jetzt... Och, nee. Kann ich den wenigstens erst abschießen? Natürlich nicht. Ach Gott. Och, Kacke. Und dann... Oh, und das darf ich dann alles doppelt machen und dreifach, weil ich sterben werde irgendwann. Scheiße. Selbst so zum Beispiel. Und jetzt darf ich schon wieder die Viecher abschießen.
und herausfinden, dass es wieder ewig dauern wird. Och, nö. Sag mal, was mache ich denn gerade? Na gut, da ist die Freude direkt weg über den Checkpoint, weil das hier ist echt... Oh, das wird echt doof. Oh, das wird echt doof. Oh, das dauert so ewig, die zu erschießen. Oh Gott. Ich quengel auch gar nicht rum, nein. Das kommt euch nur so vor. Fuck. Kann ich nicht eine stärkere Waffe haben oder so? Och, nee. Och, Leute. Okay, muss ich halt mich wieder gedulden und in Ruhe spielen und lieber immer nur einmal treffen. Und dafür es aber schaffen. Oh, das war sauknapp. Oder kann ich über den sogar drüber hüppen? Das probiere ich aus. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu echt nichts. Alter, gibt's das denn? Das ist doch... Weißt du? So. Danke. Das geht ja alles noch. Es dauert halt nur, wie schon gesagt. Aber über den einen würde ich echt gern drüber hüpfen. Das geht hoffentlich. Hoffentlich geht das. Ja, das war so klar, dass das irgendwann passiert. Ich krieg sonst echt die Krise, wenn ich den nicht, wenn ich da nicht drüber hüpfen kann. Wenn ich da erst stückchenweise den immer kaputt machen muss. Oh nee, das wäre so doof. Oh, das wäre echt doof. Und mir fällt da gerade ein, dass wenn der eine weg ist, kann ich einfach durchlaufen. Zum Glück denke ich immer mit. Also ich muss den anderen ja nicht töten. Es reicht ja, wenn einer von denen tot ist. So, siehst du? Stirb, 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 stirb. Danke. Okay. Das haut hin. Das haut, das muss, bitte, das muss hinhauen, ey. Ich krieg eine Krise, wenn ich den töten muss, da oben drauf. Krieg ich echt sowas von eine Krise? Bin ich dann total begeistert, wenn das hinhaut. Also wenn es nicht hinhaut. Also ironisch begeistert, ne? Habt ihr schon kapiert. Ja klar, ihr seid ja nicht doof. So wie ich. Ja! Gott sei Dank geht das. Wenigstens den Raum haben wir damit weg. Und was kommt jetzt? Okay, der Raum geht. Ich sehe jetzt keine Schwierigkeit in dem Raum. Aber überhaupt keine, außer dass er nervig ist und ich ihn immer wieder machen muss halt. Aber ansonsten geht der. Was? Oh Gott, die Viecher kommen da raus. Und die kommen dann natürlich auch wieder, wenn ich sie töte. Oh weh, na gut. Aber soweit geht's, soweit geht's. Also muss sagen, es ist gerade wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Vor allem, weil ich diesen Raum in der Mitte überspringen kann, diesen Gegner. So, und das kriegen wir auch mittlerweile recht flott hin hier. Ja, mein Gott. Dauert halt alles ein bisschen. Ja, das war klar, dass das passiert. Aber es geht, Gott sei Dank. Da bin ich schon zufrieden, dass es überhaupt möglich ist. Da bin ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen. So, stirb, danke. Na, ich kann doch auch zweimal schießen. Wieso schieße ich gerade nur einmal? Dumm. Ach! Ein bisschen eher springen. Ein bisschen eher von dem Ding abspringen. Upsala. Boah, zum Glück zählen wir die Tode nicht, sondern echt nur die Zeit. Die ist zwar auch schon schlecht genug, aber... Die Tode würden ja... Naja. Stirb. Danke. Teilweise ist es ja viel dramatischer, wenn man weiter hinten stirbt, als wenn man weiter vorne stirbt. Deswegen, wenn man bei den Toten alles konstant zählen würde, wäre das... Naja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es allerdings ganz einfach nicht so genau. Ups. Jawohl. Danke. So, das ist echt kein Thema. Außer, dass es halt wieder dauert. Das ist so ein Raum, den könnte man am liebsten direkt wieder überspringen. Hopp. Wow, das war knapp. Puh.
Da stand ich ganz schlecht. Aber ich sehe da gerade was. Und das werde ich auch gleich ausprobieren, wenn ich wieder in dem Raum bin. Nämlich direkt durchlaufen. Einfach einmal volle Kanne draufhalten, während ich runterfall. In der Hoffnung, dass ich alle erwische und dann ganz schnell durchlaufen. Das sollte doch klappen. So. Ja. Okay, wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder in den Raum da hinten. Das heißt, ich kann es gleich ausprobieren. So, 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 so. Danke. Ja, genau so meinte ich das. Geile Scheiße. Okay. Das muss ich jetzt so machen, dass der da drüben nur noch einen Schuss braucht, bis er tot ist. Das heißt, ich treffe ihn viermal und jetzt muss ich nur noch zweimal treffen, ne? Genau. Das heißt, jetzt noch einmal und dann muss ich ihn... Okay. Ja! Ja! Genau so. Okay, komm, Checkpoint. Hier waren wir sicherlich von der anderen Seite schon mal. Das heißt, es kommt jetzt was wir kennen. Hoffentlich was wieder Machbares. Oh Gott, da unten ist der Checkpoint gleich. Wenn ich jetzt im Feuer sterbe, ich bringe mich so um. Wenn ich im Feuer sterbe, bringe ich mich um, genau. Ja, wir sind wieder beim Checkpoint. Wie geil ist das bitte? Ach, super. Und wir können jetzt durch die 1 durch. Egal wo, wir können jetzt überall durch die 1 durch. Hier kommen wir noch nicht hin. Bin gespannt, was das für ein Item ist. Eine Feder. Das heißt, wir können aber... Boah, wo war denn überhaupt so eine 1? Hier? Nee. Da unten, ne? Ich gehe nochmal speichern. Wir gucken mal kurz da unten. Ich glaube, da unten ging es weiter. Da muss ich jetzt den Teil nochmal machen. War das hier? Ich bin mir nicht mehr sicher. Konnte ich da unten? Nee. Oder doch? Lass mich mal kurz überlegen. Nee, da unten. Nee, 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 nee. Ich muss nach oben. Ich vertue jetzt Zeit, wenn ich da unten nach unten gehen will. Ich muss hier wieder zurück. Ja. Ja, ich muss definitiv den kompletten Weg hier wieder zurück. Ah, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, das ist ja nur das Stück gewesen, genau. So. Haben wir das schon? Genau, genau. Das war ganz wenig. War hier nicht der Checkpoint? Oder sowas in der Art? Hier war das. Das müssen wir nochmal aktivieren. Jetzt haben wir das. Super. Gehe ich kurz hier hin? Nein, ich wollte gerne... Dahin, danke. Dann gehe ich hier nämlich speichern. So. Und theoretisch kann ich doch jetzt auch... Probieren wir mal ganz kurz aus. Quasi eine ganz kurze Rückkehr in die Heimat. Denn theoretisch müsste ich jetzt doch schon... Na, das könnte klappen. Ach, Erinnerungen hier, ne? An unsere Teststrecke. Na, stirb. Kann ich da nicht direkt... Ach, kann ich nicht, ne? Ich will... Ah, ich weiß, wo ich es kann. Hier nämlich. Genau. Achso, ich kann einfach den hier machen. Oh, das wird nicht reichen. Scheiße. Hülsen! Oh, fuck. Man sollte auch springen, wenn man es ausprobieren will. Ich weiß, es kostet mich jetzt Waste-Zeit, aber ich will das gerade mal ausprobieren. So. Aber wahrscheinlich wäre ich... Ja, ich wäre sicherlich... Von dem Boss-Checkpoint aus wäre ich sicherlich schneller. Es ist gerade Blödsinn, was ich mache. Ja, komm. Scheiße. Okay, wir gehen zurück in den Checkpoint. War hier oben eigentlich noch was? Außer mein Raumschiff? Nein, okay. Da muss man wahrscheinlich am Ende wieder hin oder so. So, dann gehen wir hier wieder hin. Wir können jetzt das Ding hier... Ach nee, das Ding hier können wir nur von unten kaputt machen. Da kommen wir irgendwann wieder zurück. Okay.
Hier war der Bossraum, richtig. Ja. Ach, ich Depp. Dann waren hier die Teile. Und dann war hier der andere Checkpoint. Kann ich dann hier zurück? Aber komme ich da nicht genau dahin, wo ich jetzt gerade von der anderen Seite hin wollte? Aber da waren doch irgendwo, waren doch da noch Teile, wo ich noch nicht durch konnte. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es sicher, oder ihr... Oder ich habe wieder ein schlechtes Gedächtnis. Nee, jetzt sind wir doch... Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir doch... Wo sind wir denn jetzt? Wo komme ich denn hier hin? Ach, puh, bin ich dumm? Nee, hier oben kann ich jetzt hoch. Das ist schon extra dafür. Hier unten war das, ne? Hier komme ich jetzt hoch. Oh. Ach, Mensch. Ach, da wäre ich von der anderen Seite auch hingekommen. Hier ist doch der Raum mit den Vieren, die runterkommen. Ja. Und da drüben... Ih, das machen wir nicht nochmal. Oh, fuck. Da drüben irgendwo war der andere Checkpoint. Egal, wir gehen hier runter. Und suchen uns einen Checkpoint, wo wir speichern können. Ah, hier komme ich noch nicht durch. Kann ich schon ins Wasser? Kann ich schon schwimmen? Jo, genau 89 Sekunden. Also 90 Sekunden lang. Das ist der nächste Abschnitt hier, würde ich sagen. Puh, den wollte ich doch jetzt noch gar nicht. Na gut, gucken wir uns halt kurz an. Den werde ich eh noch nicht schaffen. Oh, das ist fies. Okay, aber hier geht's weiter dann das nächste Mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.